Hallo und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute möchte ich mal wieder ein Rezept im Slow Cooker machen. Den habe ich schon längere Zeit nicht mehr benutzt, müsste mal wieder sein. Und ich habe in ausländischen Sendern gesehen, dass sie da ein ganzes Huhn drin machen. Und das sah auch richtig gut aus. Und das möchte ich heute mal ausprobieren. Mal sehen, ob es wirklich so lecker ist, wie die das behaupten. Als Untergrund möchte ich Sauerkraut benutzen, weil ich bin ja gerade auf Low Carb und das passt wunderbar. Und viel Zutaten sind da auch nicht. Ich benutze, ganz ehrlich gesagt, ein fertiges Hähnchengewürz und tue nur noch ein bisschen Pfeffer dazu. Und für den Sauerkraut packe ich so ein paar Kümmel, so ein, zwei Teelöffel Kümmel dazu und ein bisschen Butter. Und das war's auch schon. Ich werde es ausprobieren und am Ende werde ich sagen, ob es mir gefallen hat oder nicht. Ich bin gespannt. Also fangen wir mal an. So, ich werde es ganz einfach machen. Ich nehme einfach mein Huhn und das ist schon so ein bisschen trocken getupft. Ich nehme jetzt einfach dieses fertige Hähnchengewürz. Nimm so einen Löffel und reib das Huhn damit ganz grob ein. Von allen Seiten am besten. Schön einmassieren. So, dann noch die Keule. So, das war's auch schon. So, als erstes nehme ich die Butter und schmiere die so auf den Boden von dem Slow Cooker. Das ist weiche Butter. Die wollte ich unbedingt für den Sauerkraut unbedingt noch unten drin haben. So, dann tue ich die Packung Sauerkraut dazu. So. Das Sauerkraut verteile ich ein bisschen. Dann streue ich ein bisschen Kümmel über den Sauerkraut. Wer es nicht mag, der lässt es einfach. Und ich mag es auch, wenn es ein bisschen Pfeffergeschmack hat. Deswegen kommt auch noch so ein bisschen Pfeffer darüber. Und da tue ich jetzt einfach die gewürzte Maisbolade tue ich da so rauf. So. Das war's auch schon. Also die Zubereitung wirklich nur 5 Minuten. Ich habe jetzt alles im Slow Cooker drin. Ich tue den Deckel rauf und schalte auf High. Es wurde gesagt, entweder 4 Stunden auf High oder 8 Stunden auf Low, also auf niedriger Temperatur. Ich stelle heute auf High und versuche mal, ich werde mal gucken, dass es dann in 4 Stunden fertig ist, hoffe ich mal. Und ich werde darüber berichten. Wir sehen uns dann in 4 Stunden. Es sind jetzt genau 4 Stunden vergangen. Und ich möchte jetzt mal gucken, wie Stand der Dinge ist. Ich muss sagen, es duftet schon sehr gut. Jetzt gucke ich mal, ob das Hähnchen schon durch ist. Ja, also das Messer geht gut rein. Ich denke mal, hier sieht man es auch schon, dass der Knochen zu sehen ist. Ich schneide jetzt hier einfach mal rein, um zu gucken. Oh ja. Nee, das ist durch und es sieht auch super saftig aus. Ganz toll. Okay, es ist jetzt noch ein bisschen früh fürs Abendessen, deswegen werde ich jetzt einfach den Deckel wieder zumachen und ich stelle einfach auf Low und so circa eine Stunde werde ich es auf Low lassen und beim Essen, beim Servieren werde ich dann nochmal filmen, damit ihr seht, wie das aussieht. So, ich versuche das jetzt einigermaßen, das mal zu servieren jetzt. Ich versuche das mal so ein bisschen näher ranzukriegen. Und zwar wollte ich noch betonen, ich hatte ja überhaupt keine Flüssigkeit dazu getan. Das ist alles der Saft, der aus dem Huhn ausgetreten ist. Und hier unter ist der Sauerkraut und es duftet total lecker. Schade, dass ich keine Düfte übertragen kann auf YouTube, aber ihr müsst das unbedingt mal ausprobieren. Ich versuche das jetzt mal einigermaßen schön zu servieren. Jetzt mal einfach, es ist butterweich. Ich kann das Messer so reinschieben, ganz toll. Ich nehme jetzt einfach mal hier so die Keule. Genau, so die Keule. Ich tue es mal auf den Teller.
ein Stück von der Brust. Ganz toll, ganz saftig. So, ein bisschen von dem leckeren Sauerkraut. Ich mache jetzt hier nicht keine schöne Anrichte, weil ich werde das gleich essen. Ich will es euch nur zeigen. So, das ist wirklich wunderbar geworden. Es ist auch total saftig. Es ist überhaupt nicht trocken. Und der Sauerkraut, wunderbar. Und es hat den ganzen Saft vom Hähnchen. Also probiert es unbedingt mal aus. Wenn ihr kein Slow Cook habt, kann ich es nur empfehlen. Ich kann euch unten mal in der Infobox verlinken, welchen ich benutze. Ich bin total zufrieden. Wenn ihr... Oh Gott, meine Kaffeemaschine geht gerade an. Okay. Ja, sowas passiert, wenn man filmt. Wenn ihr weitere Slow Cooker Rezepte haben wollt, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.